Hallo und herzlich willkommen zu Struggle Play. Hallo Tsukino Usagi, hallo Sobeya, hallo Viking Baba und hallo Skitschi. Schön, dass du auch wieder zuschaust und schön, dass ihr alle Zeit habt heute am Freitag. Tut mir sehr leid, dass es gestern nicht geklappt hat. Ich musste noch ein paar Sachen zeichnen für diverse Kunden und bin nicht fertig geworden. Deshalb streamen wir heute weiter. Und zwar, was streamen wir heute genau? Final Fantasy 14 machen wir heute wieder ein bisschen mit Abe, wenn er denn soweit ist. Bisher streamt er noch irgendwelche seltsamen Videos, aber wir können ja trotzdem schon mal loslegen. Hallo Shifu, schön, dass du auch wieder zuschaust. So, genau, wir schalten um. Okay, es funktioniert. Funktioniert. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so leckt und einbricht wie letztes Mal. Ich habe GPU und alles ein bisschen angepasst und wir lassen heute die Stream-Avatars weg, weil die ziemlich viel Arbeitsspeicher ziehen. Lassen wir mal weg und gucken, wie es ist. Tut mir leid. Okay, genau. Ich habe hier außerdem heute einen Controller. Ich werde also probieren, ob ich mit dem Controller heute zurechtkomme. Das sieht schon irgendwie mal scheiße aus. Ah, okay, ich war nicht auf dem richtigen Bildschirm. Okay. Ja, nein, Untermenü. Ich würde gern. Was? Was willst du denn von mir? Ach so, okay. Okay, ich hab's verstanden. Wir sind eben in einem japanischen Spiel. Also darf ich nicht X drücken zum Bestätigen, sondern muss den Kreis drücken. Das ist ja so. Hätte ja eh noch nicht gewonnen. Ist so, Viking Barbe, ist so. Wir müssen den anderen ja mal ein bisschen Pause geben vom Verlieren. So, auf dieser Welt herrscht momentan hoher Andrang. Okay, müssen wir noch kurz warten. So, derweil schalte ich aber Discord an, damit ich auch höre, falls jemand im Discord ist. Solveig ist auch dabei. Solveig, bist du da? Kannst du mich hören? Schön. Ich kann dich hören. Okay, ich höre dich auch gut. Oh Mann, mit Kreis. Ja, genau, mit Kreis. Das ist eben in japanischen Spielen ist das so, dass man mit Kreis, ja, was will ich sagen, mit Kreis bestätigt und mit X abbricht, was eigentlich logisch ist. Nur ist das bei uns irgendwie anders. Okay, wir haben uns ausgeloggt in der seltsamen Höhle, genau. Oh Gott, Moment, ich muss wieder. Muss immer erst die Bildschirme wechseln. Das ist ein bisschen. Hey, okay, jetzt ist es aber anders. Also, ich habe gestern die Steuerung ein bisschen ausprobiert. Wie gesagt, ich habe einen Belastungstest gemacht. Und da bin ich auf Dreieck gehüpft. Ich weiß es noch genau. Und jetzt hüpfe ich auf X. Und wähle ein Ziel mit Kreis. Okay, seltsam. Seltsam. Und wie kann ich denn jetzt diese Fenster zumachen? Headbutton geht nicht. So warm. Bei uns kühl und regnet. Okay. Bei mir ist es auch relativ warm. Immer noch. Also es hat geregnet, aber es ist noch warm. Ja, Solveig, was wolltest du sagen? Entschuldigung. Ja. Okay. Nur das Ding ist halt, ich habe jetzt meine Tastatur ausgesteckt, weil ich keinen Steckplatz mehr hatte. Also wenn ich die wieder einschalten will, also anstecken will, die Tastatur, dann muss ich meinen Controller ausstöpseln. Beides geht gerade nicht. So, jetzt muss ich wieder hier reinklicken. Okay. Durch die so. Das kann auch zu, oder? So. Okay, wir haben gesagt. Ich glaube, es leckt auch nicht, oder? Heute warte ich schau mal ganz kurz im Internet. Nee, das sieht doch viel besser aus. Als letztes Mal. Schön. Ansonsten schreibt mir. Dann versuche ich, ob ich noch was machen kann. Aber ich glaube, viel mehr kann ich die Grafik und alles nicht runterschrauben. Nee, sieht gut aus heute. Okay, alles klar, super. Ja, wir haben gesagt, wir machen die Hauptquest, oder? Und da musste ich jetzt, glaube ich, zurück.
Okay, jetzt bin ich auf der Map. Und wie würde ich jetzt wieder zur Map kommen mit dem Controller? Es ist noch ein bisschen verwirrend mit dem Controller. Also ihr seht hier unten meine Menüs und die kann ich mit R2 und L2 und dann den Tasten auswählen. Also es ist noch nicht so intuitiv für mich, finde ich. Aber was ganz cool ist, man kann so die Gegner locken. Also einlocken. Ist hier eingeloggt? Das ist Reichweite im Moment. Aber gestern ging das und dann behält sie den so im Blickwinkel. Jetzt geht das wieder nicht. Also. Weg. Okay, Viereck ist die Karte. Nee, schade. Geht nicht mehr. Oder ich weiß nicht wie. Vielleicht finde ich es noch raus. Was sagst du? Es war X, also gestern, ich weiß noch genau, dass es gestern die X-Taste war. Aber heute ist es... Nee, weil, also Dreieck gehe ich irgendwie zurück wieder. Also Dreieck, ich drücke gerade hier eine ganze Zeit Dreieck. Da mache ich irgendwie gar nicht. Und X ist jetzt hüpfen. Ja, und Kreis ist eben... Also, die macht ja schon was. Aber ich weiß auch nicht, was das hier ist. Jetzt kann ich zwei Ziele anwählen. Macht nichts, egal. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das war halt schön. Ich fände es schön. Führst du mir mal kurz deine E-Mail, bitte? Okay, Moment. Kann ich machen. Einen Moment, ich muss kurz meine E-Mail füllen. Wo haben wir dich denn geschrieben? Oh mein Gott, haben jetzt so viele Leute geschrieben. Meine normale E-Mail? Oder die PayPal-E-Mail? So, bitte sehr. Ja, Moment, jetzt muss ich wieder den Bildschirm wechseln. Es ist schon ein bisschen umständlich hier. Vielleicht nehme ich nachher doch die Maus. So, du musst dich jetzt wieder hin. Check doch das mit den Haken nicht, wo die Leute hier sind. Ich könnte mal mein Funkel bestellen. Wenn ich es nicht. Genau. So, und jetzt kann ich nämlich auch, also gestern, ich weiß es noch genau, dass ich gestern mit X mit den Leuten geredet habe. Und heute geht es nicht mehr. Hallo Andorcia. Schön, dass du wieder zuschaust. Hallo? Okay, das ist mit Kreis mit Leuten reden. Vielleicht war das gestern anders. Vielleicht hat es mir jetzt da irgendwas umgestellt. Hast du einen Hinweis finden können? Ja, die Piraten stecken dahinter. Okay, ja, wie übergebe ich jetzt? Ich komme nicht rüber. Ich komme nicht nach. Ach! Ich muss mir die Steuerung nochmal angucken. Okay. Dann halt so. Ich komme nicht auf den Gegenstand nach rechts. Ach so. Ah, okay. Versuche ich nächstes Mal. Bist du auch mit Controller-Surveiler? Okay. Ach, spielst du gerade gar nicht? Doch, okay. Der zweite Bildschirm. Der zweite Bildschirm, was? Ach so, okay. Ach, du hast auch zwei Bildschirme. Okay, jetzt hab ich verstanden. Möchtest du den Durchlaufmodus einschalten. Benutze zum einen ausschalten. Dreieck. Inaktiviert laufen in nicht vertonten Videosequenzen die Dialogboxen automatisch. Langsamer. Nee, das lassen wir mal. Ich schalte lieber selber durch.
Okay. Achso, ich muss mich gerade bestätigen. Ich versuch's immer noch mit X. Deshalb funktioniert es nicht. Sein Wasser gehört ganz klar zur Grundausstattung eines jeden Seefahrers. Da haben sie sich sicher ein paar Piraten auf die Lauer gelegt. Ja. Ich dachte, die Piraten werden weniger. Böse Piraten. Die Stola. Ja, die hatte so schöne Augen, so schöne Katzenaugen und ich nehme mich nicht. Das verstehe ich auch nicht, warum. So, und jetzt? Jetzt muss ich was auswählen. Ich nehme lieber Ether. Wobei eigentlich geht mir nicht so schnell die MP aus, sondern eher meine HP oder LP. So, will der noch was? Aber das, ja, das ist jetzt nicht mehr die Hauptquest, oder? Was der jetzt wieder will. Was? Oben links. Ach so, hat der ein Flammensymbol? Ich hab nicht drauf geachtet. An die Arbeit, okay. Das muss ich machen bei An die Arbeit. Jetzt schauen. Irgendwie gehen die doch auf. So, an die Arbeit! Fünf von den Piraten, die sich als Bauern niedergelassen haben, sind nicht zur Feldarbeiterschiene. Finde die Arbeit für einen Piraten. Okay. Das mache ich. Und das wird mir auf der Karte angezeigt. Allerdings muss ich runter, oder wie? Ich wieder und runterkommen. Welche Stufe bist du, Saulwähler? Acht! Mann, warum seid ihr alles so weit? Ich bin jetzt Stufe 7. Okay, dann sollte ich. Ich hätte die Quest am Anfang nicht machen sollen, ja. Aber es ist. Hä? Da ist mal ein Pfeil nach unten und mal ein Pfeil nach oben. Ich verstehe das nicht. Suchen wir doch erst den einen hier oben, oder? In dem roten Kreis. Mal gucken, ob wir den finden. Ja, sind das Piraten? Raute. Oh, das sieht schon echt toll aus. Schon wieder Arbeit. Wir waren doch erst letzte Woche auf dem Acker, okay. Immer dieser Plackerei. Wenn du errätst, womit jeden Abend meine Sorgen ertränken muss, gehe ich auch arbeiten. Okay. Was trinkt der arme Mann am Abend? Verdünnte Ziegenmilch oder dünnen Apfelwein? Ja, vermutlich trinkt er Alkohol, oder? Also Apfelwein. Sage ich jetzt mal. Wie hast du das nur erraten? Davon kann man ein ganzes Fass saufen und hat immer noch die gleichen Sorgen, sogar eher mehr. Was gebe ich nicht für eine Flasche? Ach was, für einen Fingerhut voll echtem Rum. Gut, gehe ich halt arbeiten. Den Schnaps gibt's ja nicht umsonst. Schön. Eine arbeitet. Apfelwein, ja. Working Barber. Du denkst gleich wie ich. Das finde ich gut. Was sind denn jetzt die pinken Symbole auf der Karte? Ist das wieder so ein Fate-Event? Okay. Da haben die Guildwars nachgemacht, oder? Okay. Echt? Okay. Hier ist irgendwie ein Kreis, aber hier ist niemand, den ich ansprechen kann. Ein bisschen könntest du ruhig mal helfen. Halt doch dein Maul. Okay, dann
Vielleicht komme ich später wieder. Muss ja sowieso wieder hierher. Moment, wie kann ich jetzt wieder springen? So. Nee. Aha. Okay, jetzt guck mal. Ich drücke gerade Dreieck. Und jetzt zeigt mir unten aber an, dass ich Kreis drücke. Das ist das gleiche Problem, dass ich mit dem N64-Controller auch hatte, glaube ich, dass die oberen, also das Dreieck und Kreis jetzt vertauscht sind, wie es aussieht. Nee, Moment. Also Kreis ist jetzt X. Und X ist Dreieck. Und Viereck ist noch Viereck. Das ist sehr, sehr seltsam. Soll ich das mal wieder versuchen? So, und hier ist doch auch gar nicht. Okay, Moment, ich steck mal den Controller aus, ne? So, jetzt hat er ihn natürlich nicht mehr. Ja, jetzt ist es wieder richtig. Ja. Jetzt passt es wieder. Seltsam. So, jetzt muss ich wieder X drücken, um zu bestätigen. Hä? Okay, wir wollten die Kreise angucken. Und hier war nichts. Nichts war hier. Jetzt muss ich wieder umdenken. Einzuschalten muss doch helfen, klappt ja immer. Hast du schon wieder ein- und ausgeschalten? So, der Severin. Ach, dem sollte ich gehen, glaube ich. Was rufst du hier meinen Namen durch die Gegend? Sorry, das jetzt gehört. Severin, das bin ich. Und wer bist du? Severin schickt jetzt schon Abenteurer los. Der Alte kann aber auch nichts alleine machen. Aber ich bin ja kein Spielverderber. Mal sehen, welche Sklavenarbeit sich der Alte diesmal für uns ausgedacht hat. Du hast dich ja auch schon von ihm einspannen lassen, obwohl sich unsere Arbeit nichts angeht. Halte dich in Zukunft heraus. Ja, ich würde mich hier gerne raushalten. Aber was soll ich machen? Hallo. Ach, der gießt. Ist das Traubenbeeren? Trauben. Ja, hier ist auch drin, aber nicht. Ich sehe das nicht so ganz. Oder ist das der gleiche, wo ich gerade schon war? Gehen wir halt noch davor. Und wann können wir jetzt endlich zusammenspielen? Box, oh, da ist ein riesen Marienkäfer hier. Stufe 5. Ach, vielleicht ist das gar nicht. Vielleicht gehört das gar nicht zu meiner Quest, sondern zu diesem Event. Und das sieht gleich aus und deshalb bewirkt mich das. Natürlich ein bisschen dumm. Wo ist eigentlich mein Kaffee? Da ist es. Ah, das ist schon wieder weg. Das ist übrigens gar nicht so klug, dieses Karfunkel. Das greift nämlich immer mehrere Gegner an, wenn die nah zusammenstehen. Also der hat so einen Flächenangriff. Und damit zieht er immer die ganze Aggro auf mich. Das ist nur mutig, oder Tommy? Oder beides. Übermütig vielleicht. Bienenwolke, je, yeah, wer will denn gegen eine Bienenwolke kämpfen?
So, ich versuche aber jetzt nochmal. Aber dieses Anklicken ist auch nicht mehr, wie es war. Das wird noch witzig, wenn gefährliche Gegner kommen. Ja, okay. Hat geklappt. Ja, der winzige Mandragora ist mit Hermetik erledigen. Okay, muss ich auch noch. Wo sind hier? Da ist eine. Da ist ein Arbeitsverweigerer. Eurimus. Ist gefährlich gekommen, hast du das raus? Ich hoffe es. Hoffe es, ja, sonst muss ich halt wieder mit der Tastatur spielen. Die Arbeit ruft, ist das dein Ernst? Löwenzahnpflücken ist doch keine Arbeit für einen Seebären wie mich. Da schäme ich mich ja, meiner Axt ins Gesicht zu gucken. Hast du keine Ahnung, was für eine wichtige Aufgabe ich auf meinem Schiff hatte? Mir egal. Entermannschaft, Chirurg. Entermannschaft. Du hast es erraten. Okay, die Fragen sind nicht allzu schwer. Und meine Axt hat mir dabei immer gute Dienste geleistet. Zack, ein Arm, Wusch, ein Bein. Okay. Jetzt mache ich mich auf den Weg, um Löwenzahn zu pflücken. Wo ist da der Spaß? Okay. Wäre das auch deine Waffe, Viking Barber? Ne, Axt. Ich meine, ich mag auch Axt. War ich doch gerade. Und ich habe nichts gefunden, oder? Muss ich echt die Runde? Ja, aber hier ist wenigstens Zeit. Zwei Äxte, okay. Ja, das wäre auch cool. Also keine Großaxt, sondern zwei kleine vermutlich. Ah, okay. Ich muss jetzt wieder anders. Hier sind die nicht. Ich finde die Arbeitsverweigerer nicht. Auch genauere Angaben. Wenn es möglich wäre, natürlich zwei große. Okay. Das wird aber schwer, glaube ich. Also Riesen-X. So, und hier ist niemand. Er hat ja auch nur Severin mit dem Namen benannt, den wir finden sollen, oder? Wenn ich es noch richtig weiß. Kann ich nichts mehr erfragen. Toll! Mann, wo muss ich hin? Ich weiß in diesem Spiel nie, wo ich hin muss. So, Wilder, wie ist das denn bei dir? Ist das irgendwie übersichtlicher? Oder stelle ich mich halt dumm an? Okay. Ja, also hier muss doch einer sein. Das da, das sieht doch aus wie ein Arbeitsfeuer. Aber ich kann niemanden ansprechen. Ich kann niemanden ansprechen, denn ich verstehe es nicht. Das lässt sich ja nur schwer handeln, die zwei Äxte. Ja. Denke auch. Wieso haben die eigentlich so ein Ding über dem Kopf, weil ich die für eine Quest brauche? Donk. Okay.
Und die dann auch in dem Fall. Falsche Aktion oder Ziel, okay. So kann es nicht. Vielleicht verstecken die sich auch irgendwie und ich muss die rauslocken. Junge Pucks erledigen. 3 von 5. Geh jetzt mal zu diesen pinken Zeichen. Vielleicht wissen wir, was das ist. Vergiss immer L2 zu drücken und dann greift ja niemand. Der macht auch einfach null Schaden. Meine Beschwörung. Ein kleiner Karfunkel. Null Schaden. Oh nee, das ist ein großes Event. Wie es aussieht. Hate-Bereich. Ja. Ich glaube, das. Da bin ich noch zu schlecht. Da gehen wir lieber wieder weg. Aber da hinten. Da hinten, da hat irgendwer eine Quest für mich. Aber da muss ich glaube auch nicht hin. Ich oh Mann. Ich wünschte, wir hätten die gleichen Quests. Dann wäre ich wenigstens nicht allein so verloren. Ostflöhe, was hast du für mich? Meldung über Monster, die Reisen überfallen. Ja. Monster töten. Interaktion mit Objekten. Okay. Das Pad funktioniert irgendwie nicht. Manche Aufträge muss mit Objekten interagieren. Ja, das. Okay. Das war auch ein Info. Objekt nähern und Aktion ausführen. So, jetzt sind hier wieder andere Punkte auf meiner Karte. Ich sehe sie. Vielleicht könnte dieses Fate-Event auch mal aufhören, damit ich nur die Punkte kriege, die ich brauche. Wie wär das? Diesen Blau. Ja, und was sind die? Ja. Hallo. Hallo, ey. Du musst dich pegeln. Heute bist du lauter. Heute bin ich lauter. Heute bist du lauter. So. Jetzt bist du nicht mehr so laut. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ach so, okay. Ich dachte gerade so, okay, da habe ich 11 getötet. Hallo Abe, bist du schon im Spiel? Ja, immer. Was? Nein? Wie mein Namen gewechselt? Ach so, ja. Wollte mich jetzt nicht Struggle Play nennen, das fand ich irgendwie seltsam. Hast du dich Abe Nerd Gaming genannt? Vornamen hört, Nachname. Okay, ja gut, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann hätte ich mich halt Struggle und Nachname Play nennen. Ja. So, Wo ist die Mara? Was? Ich bin die Mara. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Hilfe. Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht ein Pirat raus. Kommt eine riesige Spinnen raus. Auch gut.
Panikmodus. Echt so Panikmodus, ja. Michael, aber wie ist es denn im Urlaub bei deinen Verwandten? Ja, okay, also ich. Weiß nicht, soll ich das jetzt machen? Das ist ja nur dumme Nebenquests, die keine. Oh Gott, ja. Hahaha. Seht ihr, das meine ich. Dieses Karfunkel, der hat jetzt auch den Pugil noch angelockt. Und den anderen auch. Ach. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott, ich renn mal lieber. Ich renn. Hallo, du Hübsche. Hallo, Colette. Colette. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Glaub, den Glücksspiele. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ein Heiler ist schon unterwegs. Halte durch. Okay. Hallo Luna. Schön, dass du zuschaust. Herzlich willkommen in meinem Chat und in meinem Stream. Theoretisch kann ich mich ja auch ein bisschen selber heilen. Wenn ich nicht so blöd wäre. Was? Ach so, okay. Warum kommen die? Autsch. Warum haben die seltsame Zeichen und schlagen auf mich ein? Weil ich wieder in irgendeinem seltsamen Fate-Bereich bin. Ui, Hermetiker. Ja, ich bin Hermetiker. Ich würde gerne Beschwörer machen. Wenn ich es jemals so weit schaffe. Aber ich verzweifle an der Hauptquest gerade, weil ich soll hier irgendwelche Piraten suchen. Also ehemalige Piraten. Und ich finde keine. Ich finde sie nicht. Und hier ist jetzt zum Beispiel ein roter Kreis. Was soll ich hier machen? Keine Ahnung. Das ist irgendeine Quest. Ja, aber hier hat es ja, also hier ist zum Beispiel, hier hat es ja gar nicht, ah, da ist hier. Den habe ich jetzt mit Zufall angesehen. Den da drüben. Ja, habe ich auch lange da dran gesessen. Okay, Luna, bist du auch ein Hermetiker? Okay, den habe ich. Das finde ich jetzt sehr lustig. Den habe ich echt mit Zufall jetzt nur anvisiert. Yeah! Ich habe einen. Selvin ruft nach mir. Weißt du eigentlich, was ich gerade durchmache? Ja, du liegst auf dem Boden. Aber wenn du auch nur ein bisschen Sympathie für mich aufbringst, komm ich gleich mit. Das habe ich auch schon gemacht, Abe. Was sagst du zu dem Ackerpiraten? Dann findest du das Leben hier wohl zu eintönig. Du fühlst dich, wir hatten aber nicht gewachsen, oder? Ja, wollen wir ihn produzieren? Provozieren? Ich glaube, wir sind nett. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Es fällt mir leicht, mich als an das sesshafte Leben an das Land zu gewöhnen. Aber ich will es noch einmal versuchen. Schließlich habe ich meinen Piraten ihr Wort gegeben. So, jetzt brauche ich nur noch einen. Luna, hallo. Sorry, ich habe dich total übersehen. Hi. Ich würde gerne ein Emote machen, wenn ich wüsste, wie das geht. Und wie er runtergeschraubt wird, ich würde echt herunterschrauben. Was muss ich machen? R1. Auf meinen achten bin ich. Und dann. Wieder suchen. Da, Emote. Emote. Aha. Da kann ich aber gar nicht viel machen. Oder wie? Hallo. Ah, okay, jetzt. Witzig. Okay.
Mit was für einem Controller spielst du? Ich spiele mit einem PlayStation Controller. Mit dem spiele ich. So. Ah, dann hast du jetzt auch neu angefangen, Luna. So, hello again. Hallo Staffel. Schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Wie geht's voran mit dem Haus? Bist du fertig für heute? So. Nein, habe ich nicht. Okay, ist das schon ein besserer Charakter? So, ja, was brauche ich? Ich brauche noch einen Piraten. Kommst du mit? Bleibst du hier? Musst du woanders hin? Was für ein Level? Ich bin immer noch Level 7. Und Solveig ist schon Level 8. Ui, was ist das? Ein hübsches Reittier. Oh, ein Wolf, der ist toll. Der ist toll. Heute ist rum, jetzt kann ich auch mal wieder an den PC sitzen. Ja, dann stream doch mit uns Final Fantasy, wie wäre das? So, wo ist dieser letzte Pirat? Haben jetzt alles vorbereitet für morgen früh. Das ist schön. Was ist morgen früh? Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Vielleicht ist er auch hier und ich sehe ihn nur nicht. Oder ich muss den ansprechen. Nee, den muss ich nicht ansprechen. Luna, wo gehst du hin? Muss ich da hoch? Jo? Nee, die kann ich auch nicht ansprechen. Ups. Die schubsen mir jetzt runter. Ich überlege gerade. Okay. Ich suche mal hier noch. Vielleicht hat er sich ja auch irgendwo versteckt, diese Arbeitsverweigerer. Aber ja, also wenn ihr ja schon so weit seid, dann könnt ihr ja zu mir kommen und mir helfen, Piraten suchen. Wie wäre das? Ah, ich weiß wieder. Okay, Luna weiß wieder. Ich gehe Luna nach. Ja, erzähl Eve, ich höre dich. Wo ist die jetzt hin? Oh mein Gott, wie hätte ich den denn finden sollen? Vielen, vielen Dank, Luna. Oh mein Gott. Ernsthaft, ernsthaft, da wäre ich nicht drauf gekommen. Und dass dir das noch einfällt. Vielen, vielen Dank. Jetzt aufs Feld, sagst du. Ja, mir knurrt der Magen. So kann man doch nicht arbeiten. Doch, kannst du. Was hatte er zum Frühstück? Jetzt habe ich nicht gelesen. Das trockene Müsliflocken oder ein Schinken-Käsebrötchen. Ohne Käse und ohne Schinken. Oh! Das ist beides ziemlich schlimm. Nimm das Schinken-Käsebrötchen. Triffst du immer so ins Schwarze? Ach, ich bin diese Magerkostleid. Gut gehe ich halt, aber nur bis ich genug Geld für ein gutes Stück Vögelfleisch verdient habe. Oh, hier gibt es kein Müsli. Gutes Essen. Ja, gutes Essen, das ist nur ein Brot. Vielen Dank, Luna. Das heißt, jetzt muss ich zurück zu Sterling, glaube ich. Was ist das jetzt für ein Reittier? Das ist auch voll goldig. Ich will auch ein Reittier. Wann bekommt man hier ein Reittier?
Wäre auch zufrieden mit einem ganz einfachen, popligen Chocobo. Stufe 20, Stufe 20, okay, dann war ich mal. Hallo. Was auch immer ich gemacht habe, ich habe es wohl erledigt. Gut gemacht, du hast uns eine Menge Arbeit erspart. Bin gerade in der Zeit, wenn die Bäume blühen, ist die Feldarbeit am schönsten. So, Rollenkommandos. Weiß nicht, sein Rollenkommando. Was machst du da? Luna ist tot. Was ist passiert? Oh. Ja, Solveig sagt, wenn man die, wenn man die Quest bekommt für das Flugschiff, dann bekommt man den Chocobo auf Stufe 20. Yeah! Also auf Stufe 20 gibt es den Chocobo. Das finde ich schön. Rollenkommandos sind Zaubersprüche oder Wachtfähigkeit, die alle Klassen innerhalb einer Rolle zur Verfügung stehen. Aha. Habt ihr auch schon ein Rollenkommando? Habe Charakter. Okay, wie komme ich ins Hauptmenü? Ja? Da, dieses Ding. Was ist das? Stumpfsinn. Du verringerst Intelligenz und Willenskraft des Ziels um 10%, okay. Ist das Rollen-Dings? Ah, jetzt bin ich auch Stufe 8. Schön. Okay. Okay. Evren ist nicht erschienen. Furchtbar. Ja. Und zwar meinen, dass sein Obst und der unter der Hand verkauft wird. Was habt ihr nur mit eurem Obst hier? Okay, jetzt muss ich was ausliefern, wie es aussieht. Severin Schuld zuweisen. Okay. Luna, kommst du mit oder musst du was anderes machen? Ah ja, komm mit, okay. Wo bist du? Ich kann nicht hüpfen. So. Ich komme mit. Sag mal, Luna, bist du denn Colette oder bist du irgendjemand anderes Hilfsbereites? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das ist Colette, okay, gut. Ja, deshalb. Irgendjemand anderes hilft schon. Okay. Dann vielen Dank für deine Hilfe. Aber dann vermutlich kommst du von Colette, oder? Oder hast du mich einfach so gefunden? Gerne. Ja, vielen Dank. So jemand wie dich brauche ich gerade sehr. Nein, auch nicht. Okay. Kommst auch nicht von. Okay. Dann finde ich es sehr, sehr schön, dass du einfach herkommst und mir hilfst. Das finde ich echt toll. Ich gehe einfach random zu Anfängern und schaue, ob ich. Ein das war süß. Gib mal der lieben Luna bitte einen Applaus. Aha. Hier mit ihm. Und die weiß auch noch alles, wo ich hin muss.
Bei allen Seeschlangentests jade mir es. Jetzt stecke ich aber bis zum Hals in Schwierigkeiten. Wenn ich jemand um Hilfe bitte, kommt die ganze Sache ans Tageslicht. Oh je. Dir macht gar nichts. Moment, jetzt muss ich erst mal gucken, was ich machen muss. Ich bin zu schnell gelesen. Du musst den jetzt markieren und dein Emote besch. Ach so, das ist wieder so ein Emote-Ding, okay. So, wie war nochmal Emote? R1. Boah, ist. Nee, das war falsch. Ah, geh weg. Emotes beschuldigen. Ah, ah! Mist. Ich check das mit dem Controller noch nicht so wirklich. Zeigen, übergeben. Oh, passieren, da ist es, beschuldigen. Da! Was ich mit den Orangen gemacht habe, fragst du, soll das etwa heißen, dass ich unter Verdacht stehe? Ich, der fleißige, ehrliche Säftling, bin durchschaut worden. Gut. Ich gebe die Orangen ja zurück. Aber zuerst musst du meine drei Kumpanen retten. Wieso soll ich dem denn jetzt noch helfen? Macht doch gar keinen Sinn. Immer wenn ein in der Quest ist, dann musst du ein E-Mail. Ah, okay. Immer wenn so ein Slash in der Quest ist, jedenfalls mal. Okay. Vielen Dank, Luna. Dann weiß ich das jetzt. So, jetzt muss ich irgendwelche Leute retten. Die hier vermutlich. Du spielst feindliche Präsenz, okay. Ah! Warum ist, bin ich noch aufgefallen? Ding. Kann ich darin nichts machen? In dem. Oh Gott. Wo ist denn mein Karfunkel? Und wieso, wie sehe ich den nicht an? Überforderung hier wieder. Kann es sein, dass ich hier drin nichts machen kann in diesem Kreis? Irgendwie mache ich nichts. Warum nicht? Schuh. So, wer hat Schuh geschrieben? Das muss ich kurz erklären. Es gab mal so eine Quest in Guild Wars 1. Da musste man Flamingos vom Feld vertreiben. Und da standen wir auch, glaube ich, 2 Stunden und wussten nicht, was machen. Und dann musste man einfach so Schuh machen, also auch ein Emote, um die zu vertreiben. Das war auch sehr, sehr lustig. So, warum ging das denn jetzt gerade nicht? Seltsam, seltsam. Und jetzt? Elfin. Ach, jetzt kommt noch eine. Okay. Ah! Jetzt verstehe ich wenigstens, warum ich nicht angreife, weil ich den falschen Typ anvisiert hatte. Vermutlich irgendwann. Danke fürs Heilen. Ich war gerade irgendwie betäubt. Vielleicht bin ich dann auch noch. Ich habe ein bisschen Probleme damit, dass die nicht anvisiert werden, die Gegner, dass ich das selber machen muss. Weil das traf ich nicht. So, kann ich dir jetzt helfen? Tausend Dank. Ja. Was hat er für eins? Ah, ist schade. Schade. Nochmal vielen Dank, Luna. Ich glaube, ich wäre gestorben ohne dich. Ich doch nicht.
Wir brauchen keinen Death-Counter, weil ich nicht mehr sterbe. Echt? Also, ich brauche den Death-Counter. So. So, jetzt muss ich gerade Orangen wieder beschaffen. Muss ich die jetzt einfach wieder zurückbringen? Ja, vermutlich, oder? Muss ich jetzt wieder zurück. Ja, wobei, die. Bin mir nicht sicher. Wie geht denn das? Wieder weg. Ist wieder weg. So. Luna läuft hoch, aber mein Ziel. Ah, ich muss die Orangen noch einsammeln. Jetzt habe ich. Das ist ja nicht mein Ziel. Aufnehmen. Ich weiß es nicht. Ja, Moment, hä? Jetzt ist mein Ziel woanders. Orangen zu Ossine bringen. Wo ist Ossine? Oh Mann. Also ich habe ja gesagt, ich spiele nicht so gerne Guild Wars 2, aber mit der Übersicht haben die das mehr drauf, muss ich sagen. Ich weiß. Ossine mit meinem? Ich glaube schon. Warte, ich schau nochmal. Aber es hat sich keiner mehr beschwert, also gehe ich davon aus, dass es für sie läuft. Ja, sieht gut aus. Sieht, glaube ich, gut aus. Wie ist es bei dir? Ach, jetzt muss ich wieder wechseln. Ja. Die Herzanzahl. Okay, ich habe halt die Grafik alles mega runtergeschraubt, so. Luna ist weg, glaube ich. Nee, da ist sie. Da ist sie noch. Kommt sie angerannt. Ich bin jetzt Stufe 9, glaube ich. Bin ich, nee, 8. Immer noch 8. Und na, die hat da voll die coolen Outfits. Und ich habe den Sack. Seid ihr schon Stufe 15? Ja. Wieso nicht? Ich dachte, ihr seid so gut. Wenn wir gleich in Limsa sind, kann ich dir mal all meine Outfits zeigen, bei denen ich dann aber die Bikinis selbst lasse, da ich nicht weiß, ob Twitch das so mag. Okay. Du bekommst auch noch schöne Kleider. Ich hoffe es. Ja. Ja, das machen wir, Luna. Das wird mich schon interessieren. Sind die Kostüme eigentlich klassengebunden oder rassengebunden? Also gibt es Sachen, die nur Mikott anziehen könnte, das finde ich auch cool. Donnerklinge. Was hast du eigentlich jetzt nochmal für eine Klasse? Ich vergesse das immer. Gladiator, okay. Also du bist der Tank dann.
Okay. Anfkukule. Was zur Hölle? Was ist eine Kukule? So, das muss ich gleich mal anziehen. Das Arsenal war das, glaube ich, oder? Ja. Anfukule. So. Ja, geil. Ich sehe immer besser aus, Leute. So. Urkant, wo geht's weiter? Aufstehen, Sommer für Türfen braucht Ackermeister, Gurkant dringend bessere Erde für Felder. Mann, ich mache hier die ganze Zeit nur Feldarbeit. Muss Dreck besorgen. Oh mein Gott, was war das? Was war das, Bruder? Was willst du noch? Ja, eigentlich gar. Ah, das ist voll süß. Kann ich damit draufsitzen? Kann ich nicht, leider. Ein riesiger fetter Mogri, der fliegen kann. Das finde ich toll. Das finde ich echt toll. Das, was ich gerade anhabe, ist die Wendquest. Okay, süß. Du bekommst ab Level 30 die Sachen, die ich gerade anhabe. Freischalten bis zum 22. meinte ich. Oh je. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Kannst du, wenn wir in einer Gruppe sind. Dann kann ich drauf sitzen. Okay. Witzig. Ja, weil es sieht ja aus, als hätte es hier noch Platz. Kann immerhin reinstehen. So, okay. Wo muss ich jetzt hin? Bitlof einen Supertrank bringen. Hä? Dachte, ich muss Erde. Achso, das ist nicht die Hauptquest. Die Hauptquest ist Naturdünger. Gib mir was zu essen, dann kann ich das liefern. Hier. Hier, okay. Ist das wieder Grotte?